In diesem Tutorial werden wir die Grundlagen der trigonometrischen Gleichungen besprechen. Damit das eine Tutorial nicht zu lang wird, habe ich es in zwei Teile aufgeteilt. In diesem ersten Teil werden wir die leichteren Gleichungen anschauen, mit der Standardperiode 2π. In der gleichen Playlist findet ihr noch ein zweites Tutorial für die Gleichungen mit der veränderten Periode. In erster Reihe musst du in der Lage sein, zwischen diesen zwei Arten von Gleichungen zu unterscheiden. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel anschauen, dann sollten wir uns daran erinnern, dass die Periode einer trigonometrischen Funktion mit folgender Formel zu bestimmen ist, und zwar 2π durch b. Wobei dieses b nichts anderes ist als der Koeffizient oder der Faktor vor dem x. In diesem Fall natürlich diese 1 hier. Also wenn wir das Ganze einsetzen, dann haben wir 2π durch 1 und das sind natürlich 2π. Und das ist nichts anderes als die Standardperiode von Sinus und Cosinus, also von der unveränderten Sinus- und Cosinus-Funktion. Bei unserer zweiten Gleichung kann man, glaube ich, sehr leicht erkennen, dass die Zahl vor dem x eine 4 ist. Das würde, wenn wir hier die Periode ausrechnen würden, nachdem wir das Ganze ein bisschen kürzen mit 2, würde die Periode dann Pi halbe. Das ist dann eine Periode, veränderte Periode. Und diese Art von Gleichung werden wir uns dann im zweiten Teil dieses Tutorials anschauen. Und die werden dann lösbar mit Substitution sein. In diesem ersten Teil schauen wir uns nur die einfachere Art von Gleichung, und zwar die mit der Periode 2π. Natürlich fangen wir jetzt mit einem sehr einfaches Beispiel an. Also wir haben die Gleichung Cosinus von x minus 1 ist gleich 0. Und im Prinzip gibt es nur zwei Arten von Fragestellung für diese Gleichung. Und zwar als erstes suchen wir die Lösung in einem bestimmten Bereich. In diesem Fall dieser vorgegebene Bereich von 0 bis 2π. Um die rauszufinden, brauchen wir natürlich das Schaubild der Cosinusfunktion, deshalb nochmal hier rechts abgebildet. Ich hoffe, am Schaubild sind die wichtigsten Stellen gut erkennbar. Ich werde sie nochmal durchmarkieren. Also hier sind wir bei 0. Hier ist dann entsprechend Pi. Dann hier an der Stelle Pi halbe. Das sind hier 2π. Und hier 3π halbe. Das sind die wichtigsten Stellen. Nach oben geht die Kosinusfunktion nur bis 1 natürlich. Und nach unten bis minus 1. Also wenn wir unsere Gleichung jetzt ein bisschen umformen, wir können ja die minus 1 mit plus 1 rüberbringen, dann haben wir Cosinus von x ist gleich 1. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist anhand des Schaubildes die x-Werte abzulesen, wo die Cosinusfunktion in diesem Bereich 1 ist. Also die Cosinusfunktion ist einmal hier 1, entsprechend bei x gleich 0. Deshalb wäre unsere erste Lösung x1 ist 0. Und wenn wir sie weiterverfolgen, dann ist sie noch hier 1 und das ist bei dem x-Wert 2π. Das bedeutet, die zweite Lösung wäre dann entsprechend 2π. Und das sind dann die einzigen Lösungen in diesem Bereich von 0 bis 2π. Also wenn wir jetzt eine Lösungsmenge angeben, dann lautet sie nur 0 und 2π. Alternativ kann die Aufgabenstellung auch ein bisschen mieser werden. Und zwar, es können für diese Gleichung alle Lösungen verlangt sein. Das bringt uns ein bisschen in eine schwierige Lage, und zwar die Cosinus- und die Sinusfunktionen wiederholen sich ununterbrochen von Minus bis Plus unendlich immer auf die gleiche Weise. Das bedeutet, wir müssen jetzt unendlich viele Werte hinschreiben, was natürlich unmöglich ist. Deshalb versuchen wir alle diese Werte nach einer Vorschrift zusammenzufassen, in eine Formel sozusagen. Okay, dann versuchen wir dieser Muster zu erkennen. Wir sehen ja bereits, hier an dieser Stelle, wir haben eine Lösung bei 0 und die nächste Lösung ist bei 2π. Und ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, die nächste wäre dann bei 4π, 6π und so weiter. Und natürlich kann man das Ganze auch nach links fortsetzen mit minus 2π, minus 4π und so weiter. Also wir sehen, wir springen immer um 2π nach links und nach rechts. Diese 2π ist natürlich nichts anderes als die Standardperiode. Also wir erinnern uns, für jede trigonometrische Funktion können wir die Periode ausrechnen mit der Formel 2π durch b. Und b wäre in diesem Fall nichts anderes als dieser Faktor hier vor dem x, also die 1 vorne. Also in diesem Fall hätten wir erneut 2π durch 1 sind 2π. Für alle Funktionen, die wir in diesem Tutorial besprechen, wird die Periode immer 2π sein.
Das bedeutet, wir springen jetzt um 2π nach rechts und nach links. Das können wir so andeuten. Wir können sagen, x ist gleich. Wir nehmen als Startwert unser erster Wert, zum Beispiel die 0. Wir können auch 2π nehmen, das ist egal. Ich nehme jetzt einfach symbolisch 0. Und dazu addiere ich k mal 2π. Jetzt versuchen wir zu verstehen, was wir hier geschrieben haben. Diese 2π ist nichts anderes als diese Periode. Und k ist eine Laufzahl. Man definiert sie als Element von z, also ganze Zahlen, positive und negative ganze Zahlen. Und das bedeutet, machen wir einen kleinen Test. Wenn wir für k 0 einsetzen, dann wird das Ganze hier 0, dann sind wir bei unserer ersten Lösung. Wenn wir für k 1 einsetzen, dann haben wir 0 plus 2π, dann sind 2π, das ist die zweite Lösung. Für k 2 haben wir dann 4π. Und genauso geht es auch in die Gegenrichtung. Wenn k zum Beispiel minus 1 ist, dann sind wir bei minus 2π. Und das wäre die erste Lösung hier auf der linken Seite. Also ihr seht, dieser Ausdruck tut ja alle Lösungen für diese Gleichung zusammenfassen. Leider sind nicht alle Gleichungen so einfach. Als nächstes nehmen wir diese Sinus x minus 1/2 ist gleich 0 Gleichung und wollen natürlich wieder die Lösung in einem bestimmten Bereich 0 bis 2π. Dafür habe ich auch auf der rechten Seite wieder das Schaubild der Sinusfunktion vorbereitet. Und nachdem wir ein bisschen umformen, also das bedeutet, oben kann ich ja mal das 1/2 rüberbringen, haben wir eigentlich dann stehen, Sinus x ist gleich 1/2. Und spätestens jetzt solltet ihr erkennen, das ist nicht so einfach wie vorher. Wenn wir uns diesen Wert hier 1/2 vorstellen, also hier ist ja 1, hier ist 0, 1/2 wäre ja genau hier die Mitte. Ich deute es jetzt einfach mal gestrichelt an, in diesem Bereich, wo wir Lösungen suchen. Dann sollte euch auffallen jetzt an dieser Stelle, dass die Lösungen, also die erste wäre hier und die zweite wäre hier, leider nicht so genau ablesbar sind. Was machen wir in diesem Fall? Naja, entweder nutzen wir bei einem schönen Wert eine Wertetabelle oder einen Taschenrechner. Jeder Taschenrechner besitzt eine Funktion, sie heißt Sinus hoch minus 1, das ist die Umkehrfunktion der Sinusfunktion. Und wenn man die erste Lösung möchte, dann kann man im Taschenrechner einfach diese Sinus hoch minus 1 von 1/2 eintippen. Bei den meisten Taschenrechnern kann man das entweder über die Shift- oder die Second-Taste machen. Ihr müsst euch dann entsprechend anpassen. Und wenn ihr das eintippt, dann wird euer Taschenrechner, genauso wie meiner, erstmal Pi-Sechstel ausspucken. Okay, damit kann man vielleicht auf Anhieb nicht viel anfangen, aber man kann sich das auch als Ganze als Dezimalzahl ausgeben lassen. Und Pi-Sechstel entspricht ungefähr 0,52. Also versuchen wir das hier an unserer Skizze zu verstehen. Hier haben wir Pi. Wir erinnern uns, Pi ist die Kreiszahl und ist näherungsweise 3,14. Das bedeutet, die Mitte hier wäre entsprechend Pi halbe. Und wenn das hier 3,14 ist, dann ist die Mitte natürlich ungefähr 1,57. Und wir haben jetzt für unsere erste Lösung Pi Sechstel rausbekommen. Das entspricht 0,52. So, und das ist ja auf jeden Fall von den Abständen hier plausibel. Gut, jetzt kommt das nächste Problem. Der Taschenrechner spuckt ja nur eine Lösung raus, und zwar immer die, die am nächsten bei der y-Achse ist. Die haben wir jetzt schon. Wie kommen wir allerdings zu der zweiten? Naja, indirekt über eine Symmetrieeigenschaft der Sinusfunktion, und zwar den gleichen Abstand, den wir hier haben, von 0 bis zu der ersten Lösung, also diese 0,52 Einheiten, werden wir auch an dieser Stelle haben zwischen x2 und pi. Also dieser Abstand ist auch 0,52. Und ich glaube, jetzt erkennt ihr es besser. Um auf x2 zu kommen, muss man einfach vom Pi dieser 0,52 abziehen. Also das bedeutet, x2 wäre dann entsprechend Pi minus Pi Sechstel, wenn wir es genau ausrechnen, oder minus 0,52, ist egal. Dann wäre halt das exakte Wert 5 Pi Sechstel. Und wenn wir das Ganze als Dezimalzahl ausgeben, dann hätten wir ungefähr 2,62. Und das macht durchaus Sinn. Wenn ich hier 3,14 habe bei Pi, dann ist auf jeden Fall bei x2 möglich, dass es 2,62 ist. Weitere Lösungen haben wir jetzt nicht in diesem Bereich von 0 bis 2π. Die nächste Lösung wäre erst hinten. Deshalb sind das hier unsere zwei Lösungen in diesem Bereich.
Wenn wir jetzt alle Lösungen möchten, verkompliziert sich die Sache auch ein bisschen. Wir erinnern uns an die Aufgabe davor, da sind wir immer um die ganze Periode nach links und nach rechts gesprungen. Natürlich können wir das gleiche auch hier machen, nur wir haben jetzt in diesen einen Bereich, in dieser einen Periode, die wir haben, nicht eine Lösung, sondern zwei Lösungen. Das bedeutet, mit jeder dieser Lösungen müssen wir nach links und nach rechts springen. Wenn wir jetzt diese x1 anschauen, dann sehen wir, diese Lösung wiederholt sich ungefähr hier an dieser Stelle und der Abstand ist natürlich wieder 2π. Und genauso geht es weiter und weiter und weiter nach links und nach rechts. Also, wir können einmal eine allgemeine Lösung für diese erste Lösung aufstellen. Also der Startwert lautet dann Pi Sechstel, wenn ich jetzt die exakte Lösung benutze. Und da können wir wieder dieses k mal die Periode dranhängen. Wir erinnern uns, bei alle dieser Aufgaben in diesem Tutorial ist die Periode 2π mit k Element von z. Das muss man immer so vollständigkeitshalber dahin schreiben. Also, das wäre die erste allgemeine Lösung und die beschreibt halt die Wiederholung der ersten Lösung. Für die zweite starten wir natürlich bei x2 und das ist dann 5π Sechstel. Und die wiederholt sich auch immer mit dem Abstand 2π, deshalb können wir auch hier hinten einfach k mal 2π dranhängen. Also das wären dann die allgemeinen Lösungen. Dann noch ein letzter Beispiel deiner Kosinusfunktion. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr habt das Ganze ein bisschen verstanden, dann würde ich euch empfehlen, an dieser Stelle auf Pause zu drücken, versuchen die Aufgabenstellung selbst zu lösen und dann mit meinem Ergebnis zu vergleichen. Und jetzt zu unserer Gleichung. Wir haben auf der linken Seite Cosinus von x ist gleich minus 0,3 und wir suchen einmal die Lösung im Bereich minus pi bis plus pi und einmal alle Lösungen. Deshalb versuchen wir uns dieser Wert minus 0,3 wieder in unser Koordinatsystem vorzustellen. Also hier ist 1, hier ist natürlich minus 1, hier wäre minus 0,5, also minus 0,3 ist ungefähr hier. Und ich deute wieder diesen Wert gestrichelt an, damit wir erkennen, wie viele Lösungen wir haben in diesem Bereich. Hier, nur für den Fall, dass es nicht gut erkennbar ist, wäre Pi. Also die erste Lösung, die wir haben, x1, wäre an dieser Stelle. So, und die kriegen wir mit dem Taschenrechner erneut raus, indem wir diese Cosinus hoch minus 1 Funktion benutzen. Also Cosinus hoch minus 1 von minus 0,3 im Taschenrechner eintippen. Und natürlich kommt dann raus nichts anderes als 1,88. Das ist jetzt kein exakter Wert, sondern der Taschenrechner gibt einen Dezimalwert. Gut, mal gucken. Von der Orientierung passt. Hier sind 3,14, also hier sind 1,57, 1,88 ist in Ordnung. Nach rechts gesehen wäre die nächste Lösung hier an dieser Stelle. Die interessiert uns allerdings nicht, weil sie außerhalb unseres Bereichs ist. Deshalb wollen wir die auf der linken Seite noch die Lösung rausfinden. Also, wir stellen uns vor, wir können auch dieses Koordinatsystem ein bisschen verlängern. Und dann würden wir ganz einfach sehen, dass wir hier noch eine Lösung hätten. Die ist sehr einfach zu bestimmen, und zwar die Kosinusfunktion ist y-achsensymmetrisch. Das bedeutet, den gleichen Abstand, den ich hier von 0 bis x1 habe, habe ich auch von 0 noch bis x2. Kurz gesagt, wenn x1 1,88 ist, dann ist x2 automatisch minus 1,88. Und somit hätten wir auch die zweite Lösung in diesem gesuchten Bereich. Und das wären dann alle Lösungen in diesem Bereich. Wenn wir jetzt die allgemeinen Lösungen angeben wollen, dann müssen wir natürlich bei diesen zwei Werten starten. Also, diese 1,88 wiederholt sich auch immer mit dem Abstand von 2π. Dann können wir sagen, die erste allgemeine Lösung lautet 1,88 plus k mal 2π. Und k ist selbstverständlich wieder Element von z. Und die zweite allgemeine Lösung, das können wir hier ganz gut erkennen, also dieser x2 wiederholt sich wieder an dieser Stelle und so weiter, also auch mit dem Abstand 2π. Also wir hätten dann minus 1,88 plus k mal 2π. Das wären dann auch alle Lösungen. Zusammenfassend noch ein paar Hinweise. Als erstes,
musst dir in der Lage sein zu entscheiden, ob in der Aufgabenstellung die Standardperiode oder eine veränderte Periode vorhanden ist. Wir erinnern uns, in diesem Tutorial haben wir nur Aufgaben mit Standardperiode betrachtet. Das war diese 2-Pi-Geschichte. Zweitens, es ist wichtig, dass ihr am Anfang immer zuerst so umformt, dass Sinus und Kosinus alleine auf einer Seite stehen und dann die Aufgabenstellung auswertet. Und was ihr wahrscheinlich auch schon bemerkt habt, wenn ihr die Schaubilder von Sinus und Cosinus nicht auswendig kennt für eine Periode, habt ihr keine Chance, so eine Aufgabe zu lösen. Und zum Schluss, wisst ihr eigentlich, warum Piraten keinen Kreis berechnen können? Ganz einfach, weil sie Piraten.